13 Teilnehmer waren es im Stechen des Championats von Paderborn überzeugt. Der Qualifikation zur vorletzten DKB Riders Tour Etappe in Paderborn am Sonntag. Eva Bitter legte vor mit 44,76 Sekunden im Sattel ihres langjährigen Erfolgspartners Périgueux. Douglas Lindelöf aus Schweden im Sattel von Udermus war einen Hauch schneller. Der Franzose Julien Epaillard ging mit Catherine Delarocque volles Risiko und ließ die Runde mit einem Vorsprung von knapp 3 Sekunden ganz entspannt aussehen. You were the winner now in the Championat of Paderborn überzeugt. You like fast rounds, so what do you say about your round now? Yes, I'm very happy because it's I jumped I ride the horse, only it's my third show with the horse. And okay, it's my first time I do a jump off a little bit quick, and the horse was with me, and it's very nice. And yesterday I have also a nice day with Sheriff de la Nutria LM in the big class. Then it's a super show for me. I hope it's still like this. Also er sagt, dass er es das erste Mal angegriffen hat in einem Stechen und super glücklich ist, wie gut das Pferd mit ihm mitgearbeitet hat und dass er schon so schnell reiten konnte und so gewinnen konnte im Championat von Paderborn überzeugt. Will you compete this horse tomorrow too? Yeah, I ride this one in the Grand Prix tomorrow. Und es gibt ein Wiedersehen morgen im großen Preis von Paderborn, Wertungsprüfung für die DKB Riders Tour. Das verspricht ein spannendes Rennen um DKB Riders Tour Punkte im großen Preis am Sonntag. Denn neben den 3 Erstplatzierten wird unter anderem auch Janne Friederike Meyer an den Start gehen. Die Schenefelderin führt aktuell im Ranking mit 41 Punkten.